Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Stexel tatsächlich. Ist jetzt schon, das ist wirklich irgendwie so ganz anders. Bin jetzt sehr ungewohnt. Ja, willkommen zurück, war jetzt eine Ewigkeit, wollte ich gerade sagen, dass wir hier, es schneit. Hat es da immer schon geschneit? Hallo Schatzi. So, haben wir... Ja, wir haben noch Tierfutter. Dann gib uns... Ja, Mädchen. Da. Bitteschön. Und sie futtert gleich wieder. Und auch hier für unsere beiden... Oh, die haben noch genug. Oh ja, und Betsy backt noch immer wie blöde. Das ist ja immer noch traurig. Einmal. Zweimal. Dann, wenn... Ach so, hat die jetzt... Hat jetzt Betsy da echt ja der Glück, dass die hier neben am Essen backt? Nehme ich mal an. Ich hoffe, dass sie gegessen hat. So, einmal Milch und nochmal Milch. Sehr gut. Dann schauen wir natürlich kurz unseren Honig an. Einmal richtig und... Okay, das heißt, einer geht. Das heißt, wir brauchen die wieder. Und wir haben den Stein vom letzten Mal. Super. Den werden wir heute auch tatsächlich verwenden. So, erstmal den Holigtopf. Das werden wir jetzt alles ablegen gehen erstmal. Und haben wir von gestern gar nichts. Okay. Übrigens, so nebenbei, inwieweit das für euch jetzt, ob ihr das merkt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich verwende ein neues Aufnahmeprogramm tatsächlich. Weiß nicht, ob es damit besser wird oder nicht. Aber ich habe mir... Oh, wir haben verschiedene Bälle. Wusste ich jetzt gar nicht. Hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Sonst haben wir ja so viel Schrott schon wieder. Okay, aber hier rein kann die Milch. Und natürlich der Honig. Und das war's. Der Dung kann hier ins Lager... lustig, so lang schon nicht mehr gespielt und trotzdem weiß ich noch ganz genau, wo in meinem Lager was ist. Glaube, da bin ich seltsam. So, da haben wir auf jeden Fall den hier. Den legen wir da dazu und das Handy kann... Haben wir da noch eins? Ja, das haben wir eh schon. Und den müssten wir, glaube ich, ja auch schon irgendwo haben. Wo haben wir einen Sternenchilet? Da sind nur die Tiere. Da sind die Blöcke. Wo haben wir unser Sternenchilet? Was soll ich das dann? Das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Na gut, dann legen wir das mal da unten dazu. Oh, nein, das war noch nicht. Eins fehlt noch. Das da kann noch hier dazu. Gut, dann, wir werden heute was bauen und während wir bauen, werde ich ein bisschen plaudern. Es wirkt flüssiger. Ich weiß ja nicht, ob das nur mir so geht, aber es wirkt einfach flüssiger mit dem Aufnahmeprogramm. Ich hoffe übrigens, dass der Ton natürlich passt. Oh, da habe ich mich daneben geklickt. Das wollte ich. Und zwar, wir werden heute Sand brauchen. Wir werden heute ganz viel Boden bauen. Weil hier haben wir ja, glaube ich, keinen mehr, oder? Schaut, das ist nur alles Erde. Und das ist der falsche. Wo haben wir denn unseren Sand? Haben wir überhaupt keinen Sand mehr? Haben wir den, haben wir da alles aufgebraucht? Wirklich? Krass. Hätte ich mir auch nicht gedacht. Haben wir noch Steine da drinnen liegen? Schaut aber auch nicht... Oh, da haben wir noch Sand. Alles haben wir nicht aufgebraucht, aber ich glaube, 32 wird nicht für viel reichen. Naja, 10... 10, das wären dann 100. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen was. Da werden wir noch ein bisschen was holen gehen vorher. Das machen wir gleich. Weil müssen wir hier gießen. Nein, wenn es schneit, müssen wir eh nicht... Oh, da ist aber was fertig. Da können wir ernten. Das machen wir natürlich gleich. Da haben wir auch nochmal Zwiebeln. Steckrüben. Weiß gar nicht, haben wir schon Steckrüben gehabt? Müssen wir dann gleich schauen, was wir da alles hatten.
Da nehmen wir noch die Nuss mit und dann war's das. Den Schnee werden wir jetzt einfach liegen lassen. Genau, wir gehen jetzt erst einmal, wobei da ruckelt schon ein bisschen was. Gefühlt, so aus dem Augenwinkel, ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Das neue Aufnahmeprogramm liefert mir eine Vorschau. Für die technisch Interessierten, ich verwende jetzt OBS Studio momentan gerade statt DX Story. Und OBS Studio zeigt mir eine Vorschau an. Das heißt, ich sehe jetzt quasi das eigene Spiel am zweiten Monitor. Ist irgendwie ein bisschen ungewohnt. Aber gut. So, dann machen wir mal. Einfach mal hier richtig, richtig schön alles weg. Aber das geht, allein das geht doch flüssiger, oder? Allein da hat es doch immer. Vielleicht haben sie aber auch, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es ein Update jetzt gab inzwischen. Kann natürlich sein, dass hier alles Mögliche abgedatet wurde. Während unserer, ja, ich nenne es einmal kleinen Pause. In Wahrheit war es ja eine große Pause, muss man schon sagen. Ganz korrekt. War jetzt irgendwie mit anderen, habt ihr eben am Kanal mitbekommen, mit anderen Spielen beschäftigt ein bisschen und auch anderen Sachen. Und irgendwie war auch die Motivation jetzt nur bedingt da. Also nicht so richtig, aber doch immer wieder irgendwie und ja. Deswegen hat es jetzt wirklich ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich mir gedacht, machen wir mal wieder. Jetzt bin ich irgendwie gerade wieder motiviert und es wirkt hübscher. Ist das alles? Es wirkt so viel klarer, so viel. Ich komme jetzt verrückt vor, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mir das gerade einbilde. Oder ob es tatsächlich schneller, flüssiger, hübscher ausschaut. So, das nehmen wir auch noch alles hier mit natürlich. Und dann müssen wir mal schauen, wie viel haben wir denn jetzt? 151. Ja, da werden wir noch einmal. Werden wir noch fertig abbauen, hätte ich gesagt. Diese Linie hier. So. Das alles. Und diese noch. Und dann machen wir uns wieder am Weg zurück. Geh weg da. Koralle. Dich will ich nicht. Weil den Rest. Oh, da ist noch einer. So, das bisschen lassen wir jetzt. So, dann geht's wieder zurück natürlich. Jetzt müssen wir zu Alisa, glaube ich. Weil, ich glaube, was brauchen wir? Bauen. Bauen. Haben wir Bauen gekauft? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir Bauen gekauft. Doch, das hat Alisa ja gar nicht. Alisa hat Montieren und Sägen. Und noch irgendwas, aber nicht Bauen, glaube ich. Das Netz ist gerade so neben, so schön daneben. Das werden wir dann gleich mitnehmen. Oh, wenn wir schon in der Hand haben, können wir das auch gleich mitnehmen. Genau. So, derweil, während wir jetzt da Boden klicken, oder ich Boden klicke, reden wir ein bisschen. Haha. So quasi das, was in Beziehungen, wo man sich immer da verfürchtet, wir haben jetzt das Gespräch. Wobei, nein, so schlimm ist es nicht. Aber die Sache ist tatsächlich so, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, inwieweit wir jetzt wirklich weitermachen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier das richtige Gerät. Das Gerät brauchen wir hier. Ist das jetzt das Richtige? Nö, offensichtlich nicht. Dann komm, gib mir das wieder. Schnitzen ist es ja aber auch nicht. Hä? So, nochmal geschaut. Aber da war doch Bauen. Achso, ja, doch, montieren. Nochmal schauen. Ja, montieren und die Montagestation haben wir nicht. Das wusste ich doch, dass wir das bei Alisa das letzte Mal erst gemacht haben. Richtig, und zwar, ich weiß noch nicht, inwieweit wir jetzt fix weitermachen. Also ich nutze jetzt hier die Folge ein bisschen eigentlich, um über die Zukunft von Stexel mit euch ein bisschen auch zu plaudern. Ihr könnt es euch ja eh schon denken. Oh ja, sie haben tatsächlich das übersetzt jetzt auch. Und was haben... Ah ja, da haben wir noch immer das Winterfest. Da müssten wir eigentlich noch einen Koi angeln für die Sachen. Aber wir werden jetzt hier erstmal montieren. Packt sie eigentlich auch? Die steht ja auch immer schon hier. Die letzten Folgen lang. So, gib uns hier das da. Wo war jetzt da kurz meine Windows-Maus? Bin heute verwirrt. So, dann... Machen wir. Genau, und zwar
Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir jetzt weitermachen. Ich erzähle euch das mal. Es gibt für mich noch immer zwei Varianten seit dem letzten Mal oder insgesamt momentan, wie wir jetzt weitermachen. Die eine wäre jetzt hier, Stexel weiterzumachen, wobei die wieder auch wieder zwei Varianten, entweder so wie jetzt bisher einfach ganz normal weitermachen oder aber so ein bisschen, ja, abgeschnitten. Was aber dann, wobei das ist jetzt das falsche Wort. Also entweder normal oder so, dass ich einfach Sachen vorbereite und wir dann nur zusammenbasteln, was halt auch heißt, dass eventuell die Folgen nicht ganz so oft kommen, ein bisschen seltener, aber dafür halt mehr Action ist, mehr tolle Sachen passieren. Einfach das, was wir hier jetzt gerade machen, das kann ich zwar jetzt gut nutzen, um mit euch drüber zu quatschen, wie wir mit Stexel weiter tun. Aber im Normalfall ist das ja nicht ultra aufregend. So, dann gib uns das wieder. Sehr schön. Den ganzen Stein, den wir eingesammelt haben, das letzte Mal alles verbraucht. Und dafür wird jetzt hier massiv umgegraben im eigenen Land, wenn man so will. Das ist unser Reich, könnte man sagen. Und zwar, hier haben wir ja schon begonnen. Das ist ja jetzt hier drei breit, glaube ich. Eins, zwei. Genau, drei breit. Das heißt, das ist immer der fehlt hier, der gehört da noch weg, glaube ich. Das ist eins, zwei. Nochmal kurz. Eins, zwei. Genau, das ist jetzt richtig. Dann gehört das alles weg. Da ist ein Loch. Das gehört da nicht hin, das Loch. Genau, und dass ich einfach so Sachen wie hier, wie das jetzt vorbereiten oder die Steine, die wir hier unten zum Beispiel am Haus dran haben oder generell all das, was man hier braucht, die Dächer, das Holz dafür sammeln, einfach solche Sachen wäre die Überlegung, ob ich die nicht einfach vor mich hin bastel und mache. Und wenn ich dann alles habe, was wir halt brauchen, so wie es jetzt mit diesem Boden wäre, dass ich dann einfach sage, so, und jetzt machen wir eine Aufnahme, wo wir halt, ja, alles Mögliche dann halt machen. Das wäre die beiden Varianten, die ich für Stexel, die ich für Stexel sehe, wo ich mir denke, okay, das macht beides, irgendwie kann das ganz nett sein, wobei ich eben bei der ersten, wenn wir jetzt so ganz normal weitermachen, würde ich mal sagen, glaube ich, wird es einfach auf Dauer für euch, vor allem für mich jetzt vielleicht weniger, weil ich mache es ja sowieso, aber für euch ein bisschen langweilig und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt dann die ganze Zeit irgendwie tolle Sachen zu erzählen hätte, während wir da ja sowas machen wie an der Säge zu stehen, um dann ja 20 Minuten zu sägen. Das glaube ich halt irgendwie auch nicht. Also ich glaube, es wäre für mich auch leichter. Deswegen, wenn wir Stexel weiterspielen, tendiere ich ja eigentlich dazu, dass ich so sage, okay, dann spiele ich mal eine Stunde für mich. Das ist ja auch einfach ein bisschen was anderes, was man erst zu schätzen weiß, wenn man mal selbst Videos gemacht hat. Es ist zwar natürlich unheimlich toll, Videos zu machen, gar keine Frage, sonst würde man es ja nicht machen oder sonst würde ich es nicht machen. Aber man muss so ehrlich sein, es ist einfach ganz ein anderes Spielgefühl. Also, ob man jetzt da alleine entspannt vor sich hin gräbt oder ob man dabei plaudert, das sind einfach, ja, unterschiedliche Sachen und dementsprechend kann das hin und wieder einfach auch sehr angenehm sein, selbst für einen, wenn man sagt, okay, so, jetzt spiele ich das nur für mich und niemand schaut mir dabei zu. Genau. So, dann machen wir das für hier auch gleich, wenn wir jetzt schon dabei sind, passt schon. Wobei, mach mal, wisst ihr was, wir machen jetzt hier eine dritte, weil ich glaube dann, schauen wir mal kurz, ob ich recht habe. Ich glaube, dann können wir es nämlich mit aufladen, kann man das dann machen. Ich glaube ja, das ist drei breit. Genau. Sehr schön. Das macht es ein bisschen leichter. Einfach mal hier durch und gut ist. Genau. Die andere Alternative, die ich jetzt sehen würde oder die ich mir überlegt hätte, und da gibt es aber ein kleines Problem. Das wäre, ein neues Spiel anzufangen und dafür Stexel jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen ruhen zu lassen, bis eben auch wieder ein paar Updates kommen, das ein bisschen verfolgen. Also ich würde das verfolgen. Und dann irgendwie, wenn die Lust vielleicht ein bisschen wieder mehr ist, dann einfach mal wieder reinzuschauen. Später, irgendwann. Und das alternative Spiel wäre My Time at Portia. Das ist im Grunde, weiß ich, für die, die es nicht kennen, das ist sehr ähnlich.
wie Stexel. Also es ist auch eine Open World, so wie hier, auch in dem, in der Art ungefähr, hätte ich gesagt, vielleicht ein bisschen comichafter dafür, was es ja hier relativ wenig ist. Hier ist es mehr so pixelartig. My Time at Porsche ist dann mehr so Pokémon-Stil. Man hat so auch wieder einen Avatar, mit dem man rumläuft. Und geht eben auch mit Open World, dass man Sachen sammelt, man baut Eisen ab, man sammelt Holz und so weiter. Und kann es auch wieder Sachen craften, also es hat ein Crafting-Menü und so weiter dabei. Also sehr ähnlich, allerdings hat es einen großen Unterschied zu Stexel. Es hat nämlich, ja, Kampf dabei. Das heißt, man hat dann dort in dieser offenen Welt, kann man alternativ eigentlich zu den Aufgaben, was man halt so macht, wie Wege bauen, Häuser bauen, in dem Fall sind es dann Aufträge sogar, weil da hat man dann ein eigenes Geschäft, wo man halt auch von Leuten aus der Stadt dann Aufträge erledigt. So ein bisschen so wie hier mit Maximilian, der einen den Auftrag gibt, bau das und das und das und das. Und die Alternativvariante ist halt in My Time at Porsche, dass man Monster, ja, suchen geht, bekämpft und von denen Sachen kriegt. Und natürlich auch da ein bisschen immer schwieriger wird von den Gegnern her oder von den Monstern. Die werden halt immer schwieriger. So, dafür braucht es dann den Hammer. Gib mir den. Genau, ein bisschen vielleicht. Ich glaube, man kann es ganz gut vergleichen auch mit der Mine in Stardew Valley. Da muss man ja auch, da ist man ja auch ausgerüstet mit einem Schwert und was auch immer und kauft sich auch neue Ausrüstung. Und das ist bei My Time at Porsche sehr ähnlich, würde ich sagen. Nur rennt man da halt nicht in einer Mine, glaube ich, herum, was ich weiß, sondern ein bisschen in der offenen Welt, die man dann erkundet. Also eine schöne Mischung, klingt eigentlich nach einer schönen Mischung aus allem. Und ich wäre ja sehr, sehr neugierig. Ich glaube ja, dass das sehr nett ist, das Spiel, und mir auch gut gefallen würde. Nur, und jetzt kommen wir zum einzigen Problem, warum ich nicht schon längst damit begonnen habe. Entschuldigung, kurz gehustet. Das einzige Problem, warum ich noch nicht damit begonnen habe, ist einfach, weil es mir noch zu teuer ist. Also es ist jetzt nicht wirklich teuer, es kostet so ähnlich wie Stexel. Ich glaube, Stexel war ja auch so um die 20 Euro. Was jetzt für ein Spiel, finde ich, jetzt gar nicht so schlimm ist. Aber irgendwie möchte ich es nicht Vollpreis bezahlen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Es ist jetzt nicht, wäre jetzt überhaupt nicht schlimm und nichts für mich, das zu kaufen. Aber irgendwie innerlich, ja. Ich hätte gern ein Schnäppchen, sagen wir es mal so. Ich hätte gern das irgendwie in einem Sale gekriegt, mit irgendwie, keine Ahnung, 20% billiger oder sonst was. Und möchte aber, würde gern nicht den vollen Preis bezahlen. Und das ist halt das Dilemma daran gerade, weil bisher, ich habe es zwar immer wieder verfolgt und alles, aber es kam halt bisher überhaupt nicht. Und jetzt ist die Frage, sollen wir einfach warten, bis es kommt, dann mit My Time at Porsche weitermachen, dafür jetzt Stexel ein bisschen ruhen lassen derweil oder eben mit Stexel weitermachen. Das sind so die Varianten, die es jetzt gerade irgendwie so für mich in meinem Kopf und so insgesamt gerade gibt. Wobei ich halt irgendwie jetzt noch mit keiner so richtig glücklich bin. Eigentlich würde ich gerne My Time at Porsche beginnen, aber ich möchte nicht bezahlen Vollpreis. Das ist so ein bisschen mein Dilemma gerade und deswegen schauen wir mal. So, wir können auf jeden Fall schlafen gehen, das werden wir auf jeden Fall machen. Es wird ja wieder dunkel, perfekt in der Zeit. So, dann einmal, oh, neuer Heimatpunkt gesetzt, super. So, jetzt war eh, glaube ich, der letzte Tag vom Fest. Sie hat dir ein Geschenk gebracht, super. Dann steh auf, Avatar, mein Lieber. Haben wir hier was? Nein, hier haben wir nichts, aber Schatzi hat uns ein Geschenk gebracht. Dann bedanken wir uns gleich mal, komm her da. Dann füttern wir gleich mal durch. Das liebe Kätzchen, für das Geschenk kriegt sie natürlich gleich wieder Futter. Oh, nein, wirklich. Wirklich. Okay. Oh mein Gott, das wird jetzt schrecklich. Aber Schatzi hat uns ein Rüschenkleid gebracht. Dementsprechend, das muss man natürlich wertschätzen, wenn Schatzi sowas macht. Also muss das wohl jetzt sein.
Ich fürchte mich. Ich fürchte mich. Kann das hin? Hier? Hier? Ja, wir sind doch ultra sexy, oder? Vor allem mit dieser Mütze. Ja, bist du gelähmt? Was für eine geile Mütze mit einem geilen Rüschenkleid. Ja, sogar rückenfrei sind wir. Oh, und hier, na, schaut euch das an. Jetzt nichts Unanständiges zu Hause machen, meine Lieben. Weil wir jetzt so sexy unterwegs sind hier. Ja, egal. Spaß beiseite. Ja, wir werden jetzt hier das noch hier trotzdem heute fertig basteln. Ist ein bisschen schade, dass wir hier die drei nicht jetzt noch haben. Aber gut, die sind jetzt eh schon gegraben. Genau, dementsprechend, warum, was will ich damit jetzt quasi, was ist die Quintessenz aus dem, was ich jetzt alles da vor mich hingeredet habe? Die Sache ist die, ich kann noch nicht versprechen, wie wir weitermachen. Und ich kann auch nicht versprechen, ob jetzt dann morgen gleich die, also morgen sicher nicht, aber ich kann nicht versprechen, ob übermorgen eine Folge kommt oder die nächste in 2 Wochen oder in einem Monat. Also es ist einfach sehr offen und ich mache jetzt irgendwie gerade, habe jetzt eben auch gerade Lust, tatsächlich zu spielen und das ist der eine Grund und ich möchte natürlich euch jetzt hier nicht so sitzen lassen mit diesem offenen Stecksel, wo wir ja quasi das letzte Mal habe ich zwar schon angedeutet und mal gefragt, wie so eure Meinung ist, weil ich halt eh schon auch unsicher war und das schon ein bisschen mitbekommen habe alles, aber ich habe dann keine weitere Rückmeldung mehr gegeben, nicht wirklich. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich das mal. Und dementsprechend, ich werde mir das noch überlegen. Aber ich würde mal sagen, falls keine Folge kommt, dann rechnet es auch eventuell nicht mit einer Folge jetzt so bald. Und die Stecksel, ich weiß das ja, dass es da den einen oder anderen gibt, der da ganz besonders begeistert ist von Stecksel. Tut mir ein bisschen leid jetzt, dass ich da jetzt keine wirklich tollere, bessere Nachricht habe. Aber am Ende ist es halt trotzdem leider so, dass ich ja meinen Spaß dabei haben muss. Sonst wird ja auch das Let's Play nicht gut und sonst ist das ja auch nicht schön zum Anschauen und macht ja auch keinen Spaß. Also so gesehen kann mich da jetzt auch nicht... Oh, wir sehen sogar unser Rüschenkleid beim Gehen. Oh, wir sehen eine wandelnde Glocke fast schon. Sehr sexy, sehr, sehr sexy. Genau, also von dem her seid nicht enttäuscht. Nehmt es mir nicht übel, dass jetzt irgendwie gerade momentan jetzt nicht so die Welt kommt, was Stecksel und was My Time at Porsche betrifft. Es wird kommen, garantiert. Die Frage ist eigentlich nur tatsächlich, wann es kommen wird. Und das möchte ich halt nicht versprechen und kann ich halt irgendwie gerade nicht versprechen. Nur, und ich dachte mir, das ist nur fair, dass ich euch das genauso sage, wie es halt ist, dass wenn ich das selbst nicht weiß, dass ich euch da einfach nicht im Dunkeln lasse, sondern ihr das genauso mitbekommt. Genau. Ja. Das ist so mal der Stand. Übrigens zu Stecksel. Bin schon natürlich sehr neugierig jetzt, wie das mit der neuen Aufnahme jetzt tut, wie ich die dann verarbeiten kann, wie ich die dann bearbeiten kann. Vielleicht mal kurz euch erzählt, so technisches Geplauder noch, ein bisschen was, bisschen heute, sollte noch am Tag Zeit sein, bis der Tag wieder um ist. Der Grund ist eigentlich, im besten Falle sollte das mit dem OBS Studio, zumindest so mit den Einstellungen, die ich da jetzt auch rausgekramt habe, die habe ich mir geben lassen von einem sehr netten User aus dem Let's Play Forum, wo ich ja fleißig lese und immer wieder mal auch schreibe. Der Vorteil wäre eigentlich, dass es unheimlich viel schneller verarbeitet. Also momentan verarbeitet mir ein Video fast nur die halbe Nacht lang, bis das fertig gerendert hat. Was heißt bei mir immer, ich lasse den PC in der Nacht an und er schaltet sich halt mit der Einstellung, dass er sich in der Nacht dann, wenn er fertig ist, ausschaltet. Aber es bedeutet natürlich auch, dass ich nicht spontan irgendwie mal was machen kann, weil dann mein PC den gesamten Tag fast oder einige Stunden lang massiv überlastet wäre und ich daneben einfach nichts machen könnte.
Und die neue Aufnahmeeinstellungen, die jetzt OBS da eben scheinbar hätte, sollen da deutlich, deutlich schneller sein. Das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist, dass es angeblich deutlich performance-schonender ist in der Aufnahme. Deswegen hätte es mich jetzt nicht so gewundert, wenn jetzt die Qualität der Aufnahme insgesamt besser wäre, also wenn Stexel jetzt schneller läuft, weil das eben auch einer der Gründe ist, warum derjenige meinte, ich soll doch bitte wechseln, das ist doch viel besser, wenn ich das mache. Ja, wobei, muss man auch dazu sagen, da muss man halt immer ein bisschen auch das Ganze mit Vorsicht genießen, was da jemand sagt, weil der eine sagt, das ist besser und der andere sagt, das ist besser und der dritte sagt wieder, naja, das kannst du alles vergessen, nimm das. Und ich kenne mich zu wenig aus, um tatsächlich was technisch damit das genau zu wissen. Ich ja, kann halt nur dann ein bisschen so im Spiel, so wie jetzt, oder von dem, was ich danach, was halt rauskommt, beurteilen, okay, das ist gut, das kann man gut verwenden, das kann man gut verarbeiten oder nicht. Aber ja, das wäre auf jeden Fall der Grund, warum ich mir jetzt auch gedacht habe, gut, dann kann man das gleich jetzt mit Stexel, weil das ist ja das Spiel, was mir bisher am allermeisten Probleme mit der Performance macht. Habe mir gedacht, da probiert man das jetzt gleich. Schauen wir mal, wie es wird. Wäre natürlich jetzt ultra lustig, wenn aus der... Oh, verdammt, jetzt ist echt, wir haben schon alles verbaut. Habe ich euch jetzt gar nicht erzählt, ich habe jetzt das einfach mal gemacht. Und zwar, das wäre jetzt quasi unser Feld. Habe ich da echt einen vergessen? Achso, ja, das ist okay. Aber wieso ist der nicht? Der gehört doch... Wo ist denn unsere Hacke? Der gehört gehackt. Ja, okay. So. Und die da drüben können auch noch gehackt. Dann sind die auch erledigt. So. Da haben wir... Oh, da geht noch ein dritter dann eigentlich. Dann werden wir die gleich noch weg... Graben natürlich. Die dritte Reihe hier. Super. Dann kann man da auch gescheit dann ab da. Oh, kurz geruckelt. Dann kann man ab da jetzt auch noch weiter graben. Schön. Haben wir jetzt eigentlich heute am zweiten Tag, haben wir Schatzi haben wir begrüßt. Aber unsere beiden Kuhdamen, denen haben wir noch nichts gesagt. Glaube ich. Da können wir mal schauen, ob wir da jetzt was bekommen von den beiden. Na, schaut euch das an, Tatsache. Und dann sind natürlich, wenn das jetzt ein neuer Tag ist, ist natürlich auch hier unsere Bienen. Haben wieder was. Und zwar die da in dem Fall müssten was haben. So, genau. Sehr schön. So, haben wir das auch alles erledigt. Schatzi haben wir ja, glaube ich, auch schon begrüßt. Die war... Genau, gefüttert auch. Die hat uns ja so lieberweise das wunderhübsche, ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie wunderhübsch es ist, Frischchenkleid gebracht. So, dann, wir müssen da echt ein bisschen wegsortieren. Das Inventar ist schon wieder sowas von nach einer Folge zugemüllt. Mit allem Möglichen. So, und zwar, was wir auf jeden Fall verkaufen können, sind nämlich... Der Schmetterling und da haben wir sicher noch, ja, da haben wir auch noch, das kann weg. Die Koralle kann natürlich weg. Das T-Shirt behalten wir natürlich, weil wir werden jetzt nicht die ganze Zeit mit dem rumlaufen, mit dem Kleidchen. Das ist jetzt gerade mal für jetzt einmal, für die Folge. Morgen ist vorbei mit lustig. Da ziehen wir uns dann wieder unsere coolen Sachen an. Cool unter Anführungszeichen natürlich nur. Aber besser als das Rüschchenkleid, würde ich sagen. So, dann, was ist mit unserem Gemüse? Weil wir haben ja da Sachen gekriegt gerade. Haben wir die alle schon? Müssen wir gleich mal schauen. Und das kann man wegsortieren. Und das ganze Bodenzeug müssen wir dann auch, werden wir auch gleich noch wegsortieren. Du bist eine Zuckerrübe, war das gerade. Okay, die haben wir noch gar nicht. Die Zwiebel haben wir. Und was bist du? Du bist eine Zuckerrübe. Ja, eine Zuckerrübe. Unsere ersten Steckrüben tatsächlich. Coole Sache. Und hier haben wir noch die Laterne ausgegraben. Die können wir ja nochmal setzen. Setzen wir sie mal
Genau so wollte ich das. Genau so wollte ich das natürlich haben. Da setzen wir sie hin. Und was ist uns eigentlich jetzt ausgegangen? Ja, der Stein, okay. Das heißt, da müssen wir dann schauen, ob wir nochmal, wie wir das machen, falls wir machen. Das ist dann eh die Frage. Das ist dann genau sowas, falls ich jetzt beschließe, irgendwann so, ich habe Lust drauf, dass ich da was mache, habe ich ab jetzt quasi dadurch, dass ich das euch erzählt habe, ihr könnt es ja eh nicht wirklich ändern, aber dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich dann auch sagen kann, mit gutem Gewissen, ich habe es euch erzählt, das ist in Ordnung jetzt. Und, also ihr könnt es natürlich, ihr könnt es mir schreiben, wenn ihr sagt, das ist eine Schwachsinnsidee und was für ein Volltrottel ich nicht bin, könnt ihr natürlich gerne machen. Ob es was ändert, ist natürlich dann eine andere Frage. Oh, Moment, eigentlich können wir den Sand, ich habe den suche ich sonst wieder, den legen wir jetzt da oben zu den anderen Gras. Wieso haben wir da eigentlich, die haben wir doch da unten auch schon. Weidengras, welches ist das Weidengras jetzt? Das da ist das. Oh, das ist dieses lange Weidengras, oder? Ja, das ist wieder irgendein Weidengras, das ist das lange. Also natürlich könnt ihr mal sagen, dass das ein Schwachsinn ist, wenn ihr das für einen Schwachsinn haltet. Feedback ist, ehrliches Feedback ist immer gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt kann ich quasi einfach, wenn ich Lust und Laune mal irgendwo habe zwischendrin, könnte ich jetzt einfach mal sagen, so, ich gehe jetzt Stein sammeln und mache das aber ohne gleich eine 30 Minuten Aufnahme draus. Nur bei dir nehmen wir mit. Ohne gleich eine 30 Minuten Aufnahme zu machen. Oh, wir haben noch Urfischstein. Ach so, ja, dann haben wir. Ja, nein, wir haben aber heute die Zeit nicht mehr. Heute ist es genug für die Folge. Wobei, nein, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir die Folge auch wieder ein bisschen länger, passt schon. Ist ja nicht schlimm, aber der Tag hier in Stexel ist ja noch ein bisschen. Die Uhr oben sagt, der Tag ist noch nicht so bald vorbei. Habe ich offensichtlich ein bisschen viel im Inventar verbracht, diesmal wieder. So. Dann wieder fröhliches Klicken. Was noch geht, wobei so viel wird es eh nicht sein, ein bisschen was. Genau, aber dafür hätte ich jetzt dann die Möglichkeit, egal ob jetzt der Sand ausgeht oder der Stein, dass ich sage, so, ich gehe jetzt alleine vor mich hinsammeln und hier allein vor mich hinklicken und dann, wenn das alles fertig ist, machen wir eine wunderbare Baufolge, wo wir dann unseren Hof zum Beispiel so mit Boden belegen oder wo wir dann das Museum bauen oder wo wir Emilys Haus bauen. Genau. Und eine Sache machen wir auch jetzt ganz schnell noch. So, und zwar, das ist jetzt ein bisschen Hektik und stressig und alles, aber ich möchte das machen, weil ich eben nicht verspreche, ob noch eine Folge kommt. Wir werden jetzt hier graben und schauen, was wir hier finden. Das ist Rias Haus. Das ist das Falsche. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, welches Haus das da war. Oskars Haus, glaube ich, war es. Ist das Oskars Haus. Ich glaube, es war Oskars Haus. Oskars Haus. So. Mein lieber Oskar, es tut mir leid. Wir werden jetzt hier dezent hinter deinem Haus graben. So, hier irgendwo am Rand. Schauen wir mal. Das nehmen wir weg. Wobei. Schauen wir mal hier. So, vielleicht zwei breit. Machen wir hier einen kleinen Abgang und schauen, ob wir hier was finden. Das war ja der Tipp vom lieben Kelvin, dass wir bei Oskars Haus mal drunter graben sollen. Wobei ich halt jetzt nicht weiß, wo genau drunter, aber wir können ja einfach mal so ein bisschen vorsichtig hier runter und schauen, ob wir hier irgendwas Lustiges finden. Das wäre dann der, der, der und der. Ich glaube einmal... Oh, sieht man da was? Nein. Und der geht auch noch. So, dann kriegen wir jetzt sogar nochmal Stein. Sehr schön. Und jetzt geht's in die Richtung. Hätte ich mal gesagt. Machen wir mal die weg. Und oh, den kann man auch noch wegmachen. So. Und das machen wir jetzt
In die Richtung machen wir es hier auch nochmal. Den lassen wir auf jeden Fall. Das heißt, das ist dann hier der, 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 der. Kleine Minentour quasi. Minenerkundung, wenn man so will. So, ist das Oskars Haus? Da ist auf jeden Fall theoretisch vielleicht irgendwie irgendwas. So, machen wir das mal weg. Hätte jetzt natürlich meine Fackeln mitnehmen können. Und da geht es noch einmal runter. Dann machen wir da noch einmal runter. So. Den tun wir auch noch weg. Jetzt müssten wir hier runterkommen. Genau, jetzt kommen wir hier runter. Hammer. Alles klar, wir haben einen Hammer. Irgendwo zumindest hatten wir mal einen. Natürlich wieder wegsortiert. Oh ja, schaut euch das an. Tatsache. Sind da böse Leute? Ist jetzt die Frage. Was ist das? Oh, das ist eine Fackel. Okay, dann. Vielleicht sterben wir jetzt quasi in unserer letzten Folge. Oder vorerst vielleicht letzten Folge. Ich höre hier irgendwas, oder? Nicht das. Oh, ich kack mich gerade an. Was ist das? Was ist das? Dunkelsteinblock. Okay, da geht es offensichtlich weiter. Haben wir hier ein Schwert, oder was? Hammer. Oh, hoppala. Was ist das? Schatzkiste. Kann ich mit der irgendwas machen? Was da wohl drinnen ist? Ja, ich möchte die gerne aufmachen. Ich möchte die öffnen, nicht abbauen. Kann ich mit der irgendwas machen? Nein, ich kann die nur zerbrechen. Kann man die abbauen mit der Hacke? Nein, nur mit dem Hammer. Hä? Und was macht der? Tiefschwarzer Block. Okay. So, na gut, dann nehmen wir auf jeden Fall die Kiste mal mit, hätte ich gesagt, weil vielleicht können wir die doch noch irgendwie dann aufbrechen bei unseren Geräten eventuell. Und schauen wir mal hier weiter, was hier noch so ist. So ein böser Oskar hat da versteckt unter seinem Haus. Okay, hier schaut es aber jetzt... Okay, da ist Spitzhacke, da geht es nicht mehr weiter. Dann schauen wir mal hinter diese Türe. Oder Wand eigentlich. Okay, schaut hier aber auch nicht. Da ist auch noch ein bisschen was. Aber schaut jetzt nicht so aus, als ob das hier noch groß weiter ginge. Ist das auch noch? Oh, das sind andere. Verliesgestein. Ist das auch alles Verliesgestein? Ja, das ist alles noch Verliesgestein, aber da ist irgendwie sonst jetzt auch nicht mehr wirklich viel offensichtlich, oder? Ich traue mich jetzt nicht nach oben. Ich glaube, da ist Oskars Haus. Wir können ja mal so Pi mal Daumen so ein bisschen hier aufmachen. Da ist aber offensichtlich normale Wand. Aber machen wir hier ein bisschen einen Durchgang. Graben wir uns hier frei, aber da ist auch ganz normale Wand hier dahinter. So, hier ist auch nochmal Wand. Also es schaut hier eigentlich alles gerade nach Wand aus. Ist hier drunter vielleicht noch was? Vielleicht geht es hier noch weiter runter. Kann man schauen. Ist hier noch drunter was? So, was haben wir hier für einen Boden? Verliesboden. Ich finde das ja pervers, dass Oskar ein Verlies unter seinem Haus hat. So eine Sau, würde ich ja fast schon mal sagen, auch wenn man das nicht sagt. Aber heftig. Krass. Krasse Sache. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob wir jetzt hier weiterkommen. Es schaut jetzt gerade irgendwie nicht so aus, also noch mehr als... Da ist dann auch wieder, da ist alles nur noch wirklicher Stein, den man mit der Spitzhacke abbauen könnte. Ich meine, wir können es ja einmal probieren. Vielleicht ist das hier ein Fake quasi. Dass wir da hier nicht weitermachen, weil uns weiter... Nein, verdammt! Okay, meine Lieben. Pause. Achso, nein, es kommt eh Leertaste, glaube ich. Panik. So, meine Lieben, das soll es für die Folge gewesen sein. Mal schauen,
ob wir jetzt hier im Verlies für immer liegen bleiben oder ob wir uns wiedersehen, weil wir aufgewacht sind und weitermachen. Wie gesagt, ich möchte nichts versprechen, aber jetzt wisst ihr, wie es ist. Jetzt kennt ihr den Stand der Dinge. Jetzt könnt ihr einfach, ja, jetzt wisst ihr einfach. Das war mir wichtig, dass ihr Bescheid wisst. Deswegen hoffe natürlich, es hat euch die Folge Stexel wieder gefallen und Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann entweder bei der nächsten Folge Stexel hoffentlich wieder oder in einem anderen Projekt wieder. Wie immer trotzdem am Ende natürlich wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.